Wir schauen direkt in die USA, denn Ex-Präsident Donald Trump hat die ersten Vorwahlen um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner gewonnen. Dies ergab eine Hochrechnung, die auf Befragung von Wählern beruht. Vorläufige Ergebnisse aus 8 Bezirken in Iowa zeigen, dass der Ex-Präsident weit mehr als die Hälfte der Stimmen holen konnte. Seine direkten Konkurrenten Nikki Haley und Ron DeSantis weit abgeschlagen. Umfragen zeigen, dass Trump sowohl unter Männern und Frauen und in jeder Altersgruppe der republikanischen Wähler vorn lag. Über die Ergebnisse aus Iowa möchte ich sprechen mit Michael Wühnweber. Er ist für uns nämlich vor Ort. Und Michael, dass Trump jetzt gewonnen hat, das ist erstmal keine Überraschung. Wir wollen eher mal auf Platz 2 und 3 schauen. Nikki Haley galt ja doch als größte Konkurrentin. Ist sie jetzt mit diesem dritten Platz schon aus dem Rennen raus? Also aus dem Rennen richtig raus ist sie damit noch nicht, aber das ist natürlich eine Enttäuschung. Sie hatte durch eine gute Niederlage ja hier neue Kraft gewinnen wollen, um damit dann nach New Hampshire zu gehen in einer Woche, wo die nächsten Vorwahlen stattfinden, wo sie in den Umfragen viel, viel näher dran ist als Donald Trump in Schlagdistanz, vielleicht sogar eine Chance hat, ihn zu überholen. Und das wird dann nach so einem dritten Platz sicherlich schwer, weil man ihr dann einfach weniger wohl auch zutraut als Wähler. Also das ist bitter auf jeden Fall für Nikki Haley und für Ron DeSantis. Es ist im Gegensatz dazu richtig gut gelaufen, denn er war ja schon abgeschrieben. Man hatte ja gedacht, dass er nach diesen Vorwahlen hier in Iowa einpacken kann. Ja, und Donald Trump, er schafft es wohl, sein Ziel zu erreichen, seinen nächsten Verfolger um 30 Prozentpunkte abzuhängen. Also für ihn ist es auf jeden Fall ein super Tag. Und ich habe mir heute Abend, hier ist ja immer noch Abend in Iowa, angeschaut, wie so ein Caucus tatsächlich abgehalten wird. Das ist ja doch dann etwas anders als bei uns eine normale Wahl. Gefühlt nur minus 35 Grad, wärmer als gedacht. Dennoch, wer den republikanischen Präsidentschaftsbewerber mitbestimmen möchte, muss hart gesotten sein. Es ist eine Verpflichtung, hier mit dabei zu sein. Ich möchte unbedingt meinen Kandidaten durchsetzen. Wir sind das hier doch gewohnt. Die First Church Open Bible hat die Türen zum Caucus geöffnet. Das ist eine Wahlversammlung, kein einfaches Wahllokal. Bevor man seine Stimme abgeben kann, heißt es Platz nehmen und sitzen bleiben. Nur wer bis zum Ende ausharrt, darf auch wählen. Wissen Sie schon, wen Sie wählen, frage ich? I'm going to vote for Trump tonight. Haley. Trump. Nikki Haley. Nikki Haley. Trump, 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 Trump. Trump for sure. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten hatten sich am Tag noch einmal beharrt, versucht zu punkten. Trump und Biden liegen nahezu gleich auf. Das würde ein ganz enges Rennen. Ich aber habe einen Vorsprung zu Biden von 17 Prozentpunkten, so Nikki Haley. Per Truth Social schießt Trump zurück. Ich führe vor Nikki Haley mit 57 Prozentpunkten. Nur am Rande, das ist eine glatte Lüge. Zurück zur First Church. Die Unterstützer der einzelnen Kandidaten werfen noch ein paar Last-Minute-Argumente in den Ring. Auch das gehört zu einem echten Caucus mit dazu. Wir brauchen einen authentischen Führer mit Überzeugungen, einen Konservativen, der Erfolge vorweisen kann. Dieser Mann ist ohne Frage Ron DeSantis. Ron DeSantis. Vote for Nikki. Wählt Nikki, sie macht, was sie verspricht. Get things done. Heute ist die Nacht, in der Make America Great Again wieder auflebt. Es startet hier in diesem Saal. Anschließend Abstimmung. Die Wahlurne wird offen herumgereicht, hier wird sich vertraut. Auszählen dann in der Öffentlichkeit. Jeder darf zuschauen, kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das hat schon etwas Spezielles, ein Eiscreme-Becher als Wahlurne. Und das Auszählen wirkt dann doch eher wie die Wahl eines Schülersprechers als die Wahl zum nächsten Präsidentschaftskandidaten. In der First hat überraschend Haley die Nase vorn. Nach einer Stunde ist alles vorbei. Es geht wieder raus in die Kälte. Landesweit, so erste Ergebnisse, hat Trump aber seinen Vorsprung sogar ausbauen können. DeSantis besser abgeschnitten als gedacht. Und Nikki Haley, ihr Ziel, Zweite zu werden, nicht erreicht. Ja, Michael, da geht es jetzt bestimmt auch aktuell schon ein bisschen in die Ursachensuche. Gibt es Gründe, die dafür gesorgt haben, dass Trump zum einen so erfolgreich ist und vor allem Nikki Haley so abgeschlagen?
Also in der letzten seriösen Umfrage, wie man es hier immer so formuliert, lag Donald Trump ja bei 48%. Aber es gab auch Umfragen, dass vor allen Dingen die besser gebildeten jetzt wieder zu Donald Trump zurückkehren, die sich vielleicht ein bisschen angewidert auch von seinen Eskapaden und ständigen Wahlleugnereien abgewendet hatten und die jetzt doch das Kreuzchen lieber bei Donald Trump machen, weil sie ihm einfach mehr zutrauen, nachdem sie die anderen Kandidaten sich dann noch einmal angehört haben. Also das mag zumindest die Ursache mit dafür sein, dass Donald Trump hier die Nase in der Art vorne hat. Ja, und zu Nikki Haley, sie hat ja eigentlich so viele Prozentpunkte erreicht, wie man ihr das in den Umfragen zugetraut hat. Das Blöde für sie ist, dass Ron DeSantis jetzt tatsächlich vorne liegt. Also sie hat ihr Wählerpotenzial vielleicht tatsächlich hier in Iowa ausgeschöpft. Und dieser Staat hier, der ist ja sehr konservativ, sehr evangelisch. Und offensichtlich werden diese Wählerschichten doch viel, viel stärker von Donald Trump angesprochen. Also das mag dann mit sicherlich eine Ursache sein. Und welche Rolle? Darüber wurde hier in den USA unheimlich viel ja spekuliert, das Wetter gespielt hat. Ja, da dachte man, dass vielleicht der Trump-Wähler zu Hause bleibt, weil er sagt, ist doch sowieso alles gelaufen. Also den Effekt auf jeden Fall, den scheint es ja nicht gegeben zu haben. Michael, danke schön. Nach Iowa, das ist also der Start in das US-Wahljahr. Und ich bin mir sicher, es wird noch viele Überraschungen dabei geben. Dankeschön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.